Merken, was geht? Was geht? Hast du schon was über die Welthungerhilfe gehört? Nein, wieso? Was ist die Welthungerhilfe? Habt ihr gerade von der Welthungerhilfe geredet? Ja. Die Welthungerhilfe hat das Ziel, bis 2030 den Welthunger zu beenden. Hier ist ein kleines Video dazu. Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland, die sich für die Bekämpfung gegen Hunger und Armut einsetzt. Sie wurde 1962 gegründet und ist politisch und konfessionell unabhängig. Die Organisation führt Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern durch, um den Menschen vor Ort eine bessere Lebensgrundlage zu bieten. Dazu gehören Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft, Ernährungssicherung, Bildung, Infrastruktur und Wasser- und Sanitärversorgung. Die Welthungerhilfe arbeitet weltweit in vielen Ländern, insbesondere Asien, Afrika und Lateinamerika. Nun kommen wir zur Frage, was die Welthungerhilfe so erfolgreich macht. Ein Faktor, der das Unternehmen erfolgreich macht, wäre, dass sie sowohl Zugang zu gesunder als auch ausreichender Ernährung bieten, indem sie beispielsweise Programme zur Unterstützung von Landwirten erstellen. Ein weiterer Faktor ist, dass die Welthungerhilfe, Soforthilfe und auch Krisenreaktionen in verschiedensten Naturkatastrophen oder auch generellen Konflikten anbietet, wobei sie verschiedenste Hilfsgüter wie zum Beispiel Nahrungsmittel, sauberes Wasser, medizinische Versorgung oder auch generelle Unterkünfte zur Verfügung stellt. Der letzte und somit der wichtigste Punkt sind die langfristigen Entwicklungsprojekte zur Verbesserung von sowohl Hunger als auch Armut, indem beispielsweise landwirtschaftliche Produktivität, Infrastruktur oder auch generelle Bildung verbessert wird. Dies alles sind Punkte zur langfristigen Bekämpfung von Hunger und Armut. Was sind drei Risiken für das Unternehmen? Erstens ist die Welthungerhilfe abhängig von Spenden. Sowohl die Projekte als auch die Mitarbeiter werden durch sie finanziert. Zweitens gibt es auch politische Risiken. Wenn in Regionen zum Beispiel Konflikte herrschen oder Kriege, ist es schwer, Lebensmittel oder Spenden in das betroffene Land zu befördern. Und zum Schluss ist ein Risiko, dass es in einigen Gebieten logistische Probleme gibt, wodurch das Durchführen von Projekten oder Spenden nicht überall möglich ist. Um in Zukunft noch erfolgreicher zu sein, kann die Welthungerhilfe folgende Maßnahmen ergreifen. Erstens, technologische Innovationen nutzen. Durch den Einsatz moderner Technologien wie Drohnen, Satellitenbilder und KI-gesteuerten Analysen können landwirtschaftliche Erträge optimiert und die Ressourcenverteilung verbessert werden. Zweitens, Investitionen in Bildungsprogramme für Bauern und lokale Gemeinschaften helfen dabei, nachhaltige Anbaumethoden und Wasserbewirtschaftung zu fördern, wodurch die Produktion gesteigert wird. Drittens, nachhaltige Entwicklungsprojekte. Fokus auf langfristige Entwicklungsprojekte, die die Selbstversorgung der betroffenen Gemeinden fördern, anstatt nur kurzfristige Nothilfe zu leisten. Dadurch kann der Welthunger in Zukunft effektiv gesenkt werden. Diese Ansätze könnten der Welthungerhilfe helfen, ihre Mission effektiver und nachhaltiger zu erfüllen.